Wir begrüßen chinesische Investitionen in Deutschland, wie die angesprochene CATL-Fabrik, die Arbeitsplätze schafft. Aber nicht nur das, sondern die auch technologische Impulse gibt. Wir haben Weili, das chinesische Automobilunternehmen der Elektromobilität, bei der Ansiedlung hier in Deutschland begleitet und unterstützt. Und davon gehen ganz, ganz tolle Impulse aus. Ich glaube, wichtig ist, welchen Geist wir schaffen. Setzen wir auf einen Geist der Kooperation, der eine gesunde Form von wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Wettbewerb, sportlichem Wettbewerb beinhaltet, oder setzen wir eher auf einen Geist der Konfrontation? Wir sehen in vielen Technologiebereichen, unter anderem auch in der Automobilindustrie, gute Zusammenarbeit, gute Kooperation. Nehmen Sie die Kooperation zwischen Huawei beispielsweise und deutschen Automobilunternehmen, wo man sich gegenseitig befruchtet, ergänzt, auch anspornt, besser zu werden. Wir sollten uns für diesen Geist entscheiden, für den Geist des Brückenbauens und vielleicht nicht für den der Konfrontation, denn wir sehen gerade, wohin dieser Geist führt, und das ist nicht gut für die Welt.